Okay. Möglicherweise kann es jetzt hier weitergehen. Was für ein Unwetter. Ja. Wo ist das Rad gelandet? Nächstes Rad gelandet. Es rollt auf die Mauer zu. Es rollte nicht gut genug. Das hatten wir schon. Muss die Mauer dann überhaupt weg? Dann kriegen wir es auch ohne die Mauer hin. Nur wie es ausschaut, muss die Mauer weg. Die Mauer muss weg. So könnte man es vielleicht. Wenn wir es da hochgerollt kriegen würden. Da hoch kommt es nicht. Da können wir nicht lang. Können wir das weiter runterfahren? Das wäre eine Lösung. Das sollte runterfahren und das ganz nach oben. Aha. Und dann das mal eben nach oben. Dann können wir hier weiter. Gelöst. Jetzt haben wir eine weitere Mauer, die wir zerstören müssen. Das war nicht schwer. Okay, verstehe. Erstmal hier rüber. Wir müssen schnell aus dem Sturm rauskommen. Jetzt geht's.
unten. Um den Wasserfall. Schauen wir, wie wir hier jetzt weiter kommen. Ah, hier bräuchten wir ein Rad. Sehr gut. Das Gefühl, das Rad können wir später noch gebrauchen. Wir können das nicht hochrollen lassen. Als uns runterrollen kann es. So hoch, dass das Ding hier vielleicht bewegen. Ich roll das Rad ja hier rüber. Sehr schön. Jetzt könnten wir auch hier lang. So müde. Erschien mir als das nächste Ziel. Ein kleines Feuer ist entstanden. Okay, ändert sich. Der Mann, der Mann verlässt sein Haus, um auf Großreise zu gehen und lässt seine Familie, seine Tochter zurück. Und ich will jetzt zu erkunden. Ich will jetzt zu sehen. Jetzt müssen wir wieder Schafe loswerden. Müssen wir wieder den Schäfer spielen und es nebelt hier. Es wird nebelig. Dann kommen wir erstmal hier hin. Und wir sehen hier gar nichts. Dann wird es nebelig.
Okay, Schafe darüber. Ich sag Schafe darüber. Tja. Dann ich hier mal hin und dann... Ah ja. Das ist jetzt natürlich blöd. Ah, aber es geht. Gerade so. Hoffen wir mal, dass der Hingebruch hält. Sie hält. Hatte ich nicht gedacht. Heißt doch von uns. Vielleicht können wir mit deinem Fliegen. Schafe da wegscheuchen und dann da hoch. Ich habe schon eine Idee. So nicht. Hier wieder runter. Und dann da hoch. Sehr schön. Eine Ballonfahrt bitte. Okay. Heiße Luft in den Ballon. Aufwärts. Oh, und eine Erinnerung an den Mann, der auf seinem Boot steht und Ballons sieht. Und ein Wal. Und Ballons. Angekommen. So, jetzt können wir hier hoch. Da sind wieder Schafe. Ja, der Ballon schläft, schwebt.
Die Berge können wir noch nicht so von nicht versetzen. Ja, so mächtig sind wir dann wieder auch nicht. Okay, die können wir hin und her scheuchen. Ah, okay, dann können wir da lang und da lang. Verstehe. Jetzt können wir hier runter. Und jetzt hier runter. Hier lang. Dann enden wir aber hier. Oder ganz woanders. Okay, das war nicht. Das war so nicht gedacht, aber. Okay. Geht vielleicht auch. Das ist jetzt schwierig. Zurück. Ich habe mal noch einen Weg jetzt. Warte. Warte, Alter. Wartet denn nicht? Halt, stopp. Jetzt müssen wir mal hier rüber. Damit wir mal ja sehen. Oder auch nicht. Hier geht nix. Da machst du nichts. Wie können wir hier hoch? Können wir das Wasser überspringen? Ich weiß nicht, können wir. Stopp. Hier runter, dann können wir vielleicht weiter. Können wir es da irgendwie rüber schaffen? Ah, okay, Sekunde, ich habe eine Idee.
Das macht Sinn. Und das jetzt so ganz steil nach hier machen. Können wir hier rüber und dann zack da runter. Dann wären wir hier. Und dann gehen wir erstmal hier rüber. So können wir vielleicht hoch. Glaube ich nach unten. Vielleicht können wir jetzt darüber. Wir bringen das uns weiter. Tut es jetzt nicht unbedingt. Wenn wir hier weit gehen, dann landen wir dann hier auf dem Stein. Und von hier aus kommen wir dann da runter. Dann landen wir dann im Sumpf. Alter Mann, ertrunken. Da kommt dieses Tauchlevel. Okay, eine Erinnerung bei den Polarlichtern. Er sehnt sich zu seiner Familie, zu seiner Tochter. Ah, und langsam sehen wir, wen wir hier vor uns haben. Da sehen wir schon, was ich vermutet habe. Was ich früh vermutete. Wie kommen wir jetzt hier weiter unter Wasser? Wir sind ja nicht Aquaman oder so. Sind jetzt unter Wasser. Dass wir jetzt hier unter Wasser weiterlaufen können. Hier liege ich ja mal drauf. Tun wir hier irgendwas? Oh! Ja, wir können unter Wasser weiterlaufen. Warum nicht? Wir sind also doch Aquaman. Wir können 10 Minuten unter Wasser atmen. Jetzt können wir hier rüber. Flussfahrt weggeräumt. Gehen wir jetzt hier runter oder sollen wir hier hoch? Ne, wir sollen nach unten. Flussfahrt wegräumen. Ist die Tochter hier eine Meerjungfrau oder? Wie kommt es, dass wir jetzt nach Atlantis laufen?
Wie tief können wir denn noch hier spazieren?